Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Kannst du so etwas töten? Willkommen zurück bei Let's Play God of War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen lieben herzlichen Dank, dass ihr dieses kleine Projekt unterstützt. In dieser Folge machen wir endlich mal wieder die Hauptgeschichte weiter. Wir haben ja wie gesagt in einer Folge in Tyrs Tempel die schwarze Rune gefunden. Atreus hat sich gemerkt, was da drauf stand und jetzt müssen wir wieder zum Gipfel des Berges gehen und dann wird uns unser Weg auf nach Jötunheim führen. Aber was ich noch sagen möchte, ich habe im Vorfeld Muspelheim ausprobiert. Das ist ja diese eine Welt, die wir von dem Weltentisch erreichen können. Und ich sage euch ganz ehrlich, meins ist es nicht. Es sind nur Arena-Kämpfe. Es ist eine Welt, wo ihr Stück für Stück in mehrere Arenen geführt werdet und wo es nur zu Kämpfen kommt. Die Kämpfe unterscheiden sich in jeglicher Art von Schwierigkeit. Gegner regenerieren Gesundheit. Ihr müsst bestimmte Gegner erst töten, damit ihr anderen Gegnern so mehr oder weniger Schaden zufügen könnt. Und ganz ehrlich, mein Fall ist es nicht. Ich hatte diese Aufnahme fertig, aber ich habe sie nicht gespeichert und ich werde sie auch nicht hochladen. Daher sage ich jetzt am Anfang zu dieser Folge ein wenig was dazu. Also meins ist es wirklich nicht. Wer auf Arena-Kämpfe steht, kann das gerne machen und sich da die Ressourcen holen. Wäre ich ein bisschen weitergekommen in der Arena, hätte ich mir ein erstes episches Set herstellen können. Das blieb mir leider verwehrt. Ich bin bis zur dritten Prüfung gekommen und bin dort am ersten Kampf knapp gescheitert. So viel schon mal dazu. Naja gut, nehmt mir das bitte nicht übel, aber die Folge lade ich nicht hoch, weil ich sie nicht mehr habe. Ich habe die Aufnahme, wie gesagt, nicht gespeichert. Und in dieser Folge werden wir jetzt die Hauptgeschichte endlich mal wieder vorantreiben. Unser Weg führt uns jetzt mal wieder hier durch. Hier waren wir auch schon. Wir müssen jetzt wieder den Berg erklimmen und dann dort oben durch diese eine Höhle, glaube ich. Und dann müssten wir eigentlich da auch weiterkommen. Warum verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Na, Junge? Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Oh! Ah! Ah! Oh, ich kann euch einiges über Familien erzählen. Oh, lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Na gut. Das hat wehgetan. Sehen wir uns euer Zeug an. Ach, Atreus, das hättest du auch ein bisschen netter sagen können. Der liebe Sindri
ist doch so ein kleines Weichei. Das kannst du doch nicht machen. Für Zufriedenheit garantiere ich aber nicht. Musst du ja auch nicht. Ich werde nicht mehr gebraucht, ne? Na, im Moment können wir deine Dienste leider nicht in Angriff nehmen und ja, da vorne rennt ein Oger umher. Aber wie ich bereits am Anfang der Folge gesagt hatte, ich war ja in Muspelheim und ich hätte mir ganz gerne ein episches Set hergestellt. Das war mir leider verwehrt. Aber ich kann euch gerne zeigen, was ich da bekommen habe. Wenn ich das hier finde. Ah, wo haben wir es denn? Ja, schwelende Glut gibt es da. Das hätte ich für das eine Set gebraucht. Leider kann ich das nicht herstellen. Ich hätte, glaube ich, so 60 oder 64 Dinger davon haben müssen. Dann hätte ich mir das erste epische Set herstellen können. Ging leider nicht. Naja, was will man machen? Aber was ich machen kann, ist auf jeden Fall erstmal die Fähigkeiten hier verbessern. Und zwar werden wir jetzt bei den Chaosklingen alles verbessern, was wir verbessern können. Beim Schild gibt es ja noch einiges zu verbessern. Rage-Kampf könnte ich eigentlich auch mal machen. Hauen wir erstmal alles rein. Knochen der Erde. Geile Scheiße. Kratos reißt irgendeinen Brocken aus dem Boden und schmeißt damit. Ja, das müssen wir mal reinhauen. Schildkampf. Naja, ist ja so eine Sache. Wisst ihr ja mittlerweile so, Schild ist nicht meine Sache. Bei der Leviathan-Axt. Ja, da können wir noch einiges machen. Ihr merkt ja schon, ich lese dazu nichts mehr vor. Ich verbessere jetzt erstmal alles. Und jetzt haben wir nur noch 25.000 Erfahrungspunkte. Aber wir haben, soweit es uns möglich ist, alles aufgewertet. Atreus ist ja schon komplett voll. Und dann werden wir uns jetzt mal hier diesen Gegner anstellen. Ich stelle mich erstmal diesen Oger. Oha! Dann reiten wir mal wieder auf den Oger. Und dann schlagen wir die anderen Jungs hier aus der Latschen. Bleib mal ganz ruhig, Atreus. Uns aufhalten? Alles klar, wo geht's hoch? Ah ja, hat sich die Welt jetzt hier ein bisschen verändert, außer dass hier neue Gegner sind? Oder können wir hier noch neue Sachen finden? Das ist jetzt die Frage. Aber mir fällt gerade ein, dass es dort vorne noch was gab, wo ich jetzt mit den Chaosklingen rankomme. Und ein kleiner Schrein hat sich hier vorne, glaube ich, auch noch befunden. Wieder kaputt. Weißt du, langsam zweifle ich an Cindy's Können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Atreus, das glaube ich mal nicht. Sindri hat schon richtig drauf. Zweifel mal nicht an seinem Können, ja? So, Atreus, schieß erstmal da drauf. Dankeschön. Und das da vorne, ja, ich weiß nicht. Da kommen wir so ohne weiteres, glaube ich, gar nicht ran. Nee. Da müssen wir mit den Chaosklingen was machen. Wir
Reicht das schon? Boah, wir verlieren wirklich eine Menge Gesundheit. Aber jetzt hat's gereicht. Ich denke mal, das hätte man, glaube ich, anders machen können. Aber ich habe es jetzt auf die Art und Weise gemacht. Siegel der Waffe, ein legendärer Zauber, erhöht Zuwachsrate von Permafrost oder Verbrennung um 7%. Haben oder nicht haben. Und wie ihr seht, was wir nicht haben, das ist Gesundheit. Da vorne müsste eigentlich noch irgendwo ein Orb gelegen haben. Hier vorne liegt auch noch einer. Okay, der hat eine ganze Menge aufgefüllt, das ist toll. Wenn wir Schweine haben, füllt der jetzt hier den Rest auf. Super, das ist toll. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Gipfel des Berges oder mehr oder weniger zum Pfad nach Jötunheim. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen. Ohne Ausnahme. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Ach, Atreus. Aber es war deine Mutter. Es ist doch egal, ob sie eine Göttin ist. Jetzt, weil du den Gottstatus hast, bist du nicht erhaben über jegliche andere Lebewesen. Mal schauen, komme ich da oben irgendwie ran? Ich glaube, so hätte ich das machen müssen. Dann hätte ich da unten keine Energie verloren, aber ist ja auch egal. Aber wie kriege ich jetzt den Wind hier weg? Ich muss erstmal die Axt mir holen. Dann muss ich, glaube ich, die Axt hier reinwerfen. Oder gab es hier vorne noch irgendwo Wind? Nee, gab es nicht. Wir müssen den Wind erstmal dahin bekommen. Und so dicht können wir hier gar nicht ran. Nein, ich habe ihn verdrückt. Kratos. Oh. Ich wollte doch das da machen. Verdammte Scheiße. Alles klar, der Wind ist schon mal da. Und ich brauche mal wieder ein Gesundheitsorb. Ja, ich habe mich irgendwie verdrückt. Anstatt L2 zu drücken, habe ich L1 gedrückt. Und daher wurde auch der Runenangriff ausgelöst. Verdammte Axt. Aha, wir sind hier nicht allein. Hallo Jungs. Lass mich sie von hier abtragen. Nein. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Ja, Atreus, das mache ich ja auch. Da haben wir einen weiteren Obelisken. Da müssen wir jetzt erstmal den Wind von Hel wieder mal unterbringen. Den platzieren wir erstmal hier oben. Und dann hole ich mir den da wieder raus und dann sollten wir auch in diesen Schrein hier hineinkommen. Ah!
eine weitere Truhe. Hephaistos Schuss. Leichter Runenangriff, ein schneller Feuerenergiestoß, der leichten Brandschaden verursacht. Das ist für die Chaosklinge. Wie sieht das aus? Das ist natürlich auch geil. Macht zwar nicht so viel Schaden, aber dafür betäubt es anscheinend. Ich verbessere das mal. Und dann werde ich das nochmal verbessern. Wir haben ja, wie gesagt, gerade im Moment ausgerüstet Zorn der Titanen, aber ich werde das jetzt mal tauschen. Das hier unten ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber das hatten wir ja schon mal. Ich habe jetzt diese neue Rune ausgerüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier oben eine verborgene Kammer. Ja, aber da habe ich euch ja schon was zu gesagt. Das werde ich wahrscheinlich nicht in den Let's Play-Folgen machen. Hinter jeder Kammer befindet sich eine Valkyrie und die sind echt hardcore, habe ich gehört. Aber vielleicht kehre ich dann doch noch bei den letzten Folgen zu dieser Serie mit einem richtig guten Set zurück und versuche mich mal an denen. Lasst euch einfach überraschen, ob ich das mache oder nicht. Und diesen ganzen Weg, den wir hier langlaufen, den sind wir bereits schon mal geklettert und gelaufen und gefallen und gesprungen und gekrochen. Alles auf einmal. Und unser Weg führt uns jetzt wieder durch diesen Tempel da. Aber wir kriegen mal wieder Besuch. Hey, das sind doch die Rucksacktouristen aus Helheim. Und mit Rucksacktouristen meine ich, wenn die euch anspringen, dann hängen die auf dem Rücken von euch wie ein Rucksack. Ich kann mich ja mal anspringen lassen. Hinter dir, Bruder! Kommt hier einer? Nee, leider nicht. Okay, dann mache ich jetzt mal die neue Rune rein. Habt ihr gesehen, wie viel das reingehauen hat? Das ist ja echt geil gewesen. Das war eine gute Aktion, die Rune aufzuwerten. Mimir, wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Ach, Atreus, was ist denn los? Bist du leicht gereizt heute oder wie? Erst fragst du Mimir nach irgendwas und dann gefällt dir die Antwort nicht? Och nein. Genau das sage ich dazu. Oh, scheiße. Die Teile kann man einfach nur wegschmeißen. Den haben wir voll gegen die Wand geklatscht. Gehärteter Stahl. Wir müssen jetzt erstmal wieder da hochrennen und dann sollte es da oben irgendwo weitergehen.
Ich möchte sagen, als wir zuletzt in diesem Tempel waren, da hatte Atreus noch nicht diese Schockpfeiler. Wow. Daran war bestimmt auch Odin schuld. Netter Versuch. Ah, wer weiß, ob das Odin war. Kann ich nicht beurteilen, Atreus. Du und Mutter meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir und sie werden das alles bereuen. Das bleibt abzuwarten, Atreus. Thor! Tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Kratos weiß wohl am besten, was es für Konsequenzen auf sich ziehen kann, einen Gott zu töten. Das weiß natürlich Atreus nicht. Aber der Kleine verwandelt sich immer mehr zum Schlechten, wie ich finde. Jetzt, wo er weiß, dass er ein Gott ist, denkt er irgendwie, dass er machen kann, was er will. Hoffentlich kommt er noch zur Vernunft. Wo war denn die Axt schon wieder? Warum vergesse ich andauernd die Axt? Die ist doch gar nicht zu übersehen. Linke Seite, Bruder! Welche Seite nochmal? Ich hab's vergessen. Oh, scheiße. Oh, ey, das mit dem Kackgift, das nervt so. Wäre nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut, ich habe was mit ihm zu klären.
Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst. Weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Mensch, Atreus, was ist denn los mit dir? Komm mal bitte wieder zur Vernunft, ja? Das kann doch nicht angehen. Aber hier sind wir falsch. Ich habe eigentlich gehofft, dass sich hier vorne ein Lichtkristall befindet, aber dann muss ich mir den von da vorne wohl wiederholen. Denn da können wir hochklettern. Hier können wir auch wieder hochklettern. Also wir haben zwei Varianten zum Hochklettern. Aber ich würde das ganz gerne lesen und dafür brauche ich ja den Lichtkristall. Ich hoffe, dass ich den hier vorne wieder rausnehmen kann. Ja, Atreus, du kannst schon gerne mal wieder vorrennen. Halt uns den Weg frei. Das Teil setzen wir jetzt hier erstmal ein und dann kann Atreus da mit dem Lichtpfeil drauf schießen. Und was steht diesmal da? Du lässt uns wahrscheinlich wieder nicht an deinem Wissen teilhaben, oder? Das ist natürlich sehr schade, Atreus. Ich hätte gerne gewusst, was da gestanden hat. Wo muss ich jetzt lang? Einmal da hochklettern oder hier hoch? Wir nehmen mal die Kette. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Nicht, dass wir die Steinwand hätten hochklettern müssen. Noch nicht. Und ich hatte mal Skrupel, die umzubringen. Also der Kleine verwandelt sich immer mehr. Er rennt einfach drauf los und hackt in den Reihen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das nimmt auf jeden Fall keine guten Formen an. Und in diesem Raum waren wir bereits. Diese Folge hieß Das Herz des Berges. Und da sind wir ja mit diesem Block hochgefahren und oben haben wir dann gegen den Drachen gekämpft. Und jetzt scheinen wir hier irgendwie weiterzukommen. Was uns vorher verwehrt war. Aber wie kommen wir rauf? Kann ich den seine Abwehr nicht durchbrechen? Dann machen wir das halt mit dem Block. Auch egal. Atreus, mach nicht so viel alleine. Wir sind ein Team. Wir sollten auch als Team arbeiten. Der Dicke brennt ganz schön. Training vergessen. Oh, meinst du mich? Dachte, dir gefällt mein Ton nicht. Sag mal, Atreus. Der wird immer aufmüpfiger. Das kann so nicht sein. Kratos, deine Erziehung hat total versagt. Ich bin echt sprachlos. So, wo müssen wir jetzt lang? Wahrscheinlich irgendwie wieder da hoch. Aber...
Da vorne gab es, glaube ich, noch was, wo solche Ranken waren. Da bin ich ja zu Anfang nicht rangekommen. Ganz genau, diese Ranken meine ich. Und hier müssen wir natürlich auch hin. Und siehe da, ein neuer Fahrstuhl. Dann müssen wir jetzt halt diesen nehmen. Na, Atreus, keinen Spruch mehr auf der Pfanne? Irgendwas Tolles? Oder schmolzt du jetzt? Du musst mich Dinge lehren. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Naja, was soll man dazu sagen? Der böse Atreus. Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein. Hat keine gute Wandlung genommen. Aufmüpfig. Denkt nicht drüber nach. Beherzigt nicht mehr das, was Kratos ihm gelehrt hat. Oh Mann, das wird einfach. Wir sind Götter. Noch nicht. Ich will diese Dinger verlassen! Linke Seite! Naja, ich hab's nicht vergessen. Ich hasse diese Nachtmare. Wo kommst du denn auf einmal her? Ach so, das Ding können wir also weitertragen. Das ist neu, dass wir diese Obelisken tragen können. Ich muss mich hier vorne erstmal umschauen. Vielleicht gibt es hier unten sogar noch einen Raben. Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Gut. Erzählt mal! Ich denke, das weißt du schon, Mimir, dass wir diesen Drachen getötet hatten. Also, ich kann dir gerne davon erzählen. Wir haben den Drachen getötet. Das war die Geschichte. Von mir aus. Und was soll das bezwecken? Achtung, von links! Na ganz toll. Zurück nach Hehl. Adios. Vorsicht. Da fällt ab und an mal was runter. Warum sind hier überall diese Harzkristalle? Bewirkt das irgendwas? Müssen wir irgendwie eine Kettenreaktion dadurch auslösen? Ich
möchte sagen, ich habe alle drei auf einmal gesprengt, aber irgendwie hat das keinen Sinn ergeben. Und ich glaube, dazu hätte Mimir oder Atreus auch irgendwas gesagt, wenn das irgendwie von Nutzen gewesen wäre. Sieh her. Von mir aus. Wo sie nie suchen würden. Die Walküren werden mich bis zu meinem Ende jagen. Wenn sie das meine wollen, verstecke ich es direkt vor ihren Nasen. Also diese Schatzkarte führt uns zum Rat der Walküren. So, wie kann ich jetzt schon mal deuten? Hier scheint es wahrscheinlich weiterzugehen, aber ich muss mich da hinten nochmal umschauen. Ich frage mich gerade, warum wir diesen Obelisken hier aufnehmen können. Ich weiß nicht, was wir damit anstellen sollen. Da vorne können wir, glaube ich, Atreus noch hochschicken. Der lässt uns denn wahrscheinlich diese Kette darunter. Ja, und was nu? Was können wir jetzt machen? Erstmal die Axt wieder einholen? Ja. Ich habe sie wieder mal vergessen, tut mir leid. Wir sind hier nur hochgekommen wegen dieser Inschrift? Was steht da? Da steht, wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostenlücke? Der da anscheinend. Reiten auf einem flammenden Oger. Der Oger-Express fährt jetzt los. Wer möchte noch mitkommen, der möchte bitte aufsteigen. Okay, das war der Oger. Oha, okay, muss ich aufpassen. Der kloppt ja hier alle weg. Oha. Danke, Mimir. Den hätte ich nicht gesehen. Wir sind mal wieder mit dem Oger-Express unterwegs. Echt immer zu geil. Wie Kratos die immer fertig macht. Was ist los, Atreus? Hast du was gesehen? Ach so. Hier ist ein Schrein. Aber wie kommen wir da rein? Atreus, wie kommen wir da rein? Ach so, ja, stimmt, genau. Da hätte ich auch drauf kommen können. Wie zum Geier kriegen wir das hier auf? Wir müssen irgendwie den Wind von Hel hier nach oben bekommen. Wir können den Obelisken da unten ja tragen. Also ich weiß nicht, ob es ein Obelisk ist. Ich nenne das Teil jetzt einfach mal so. Können wir irgendwas mit dem Fahrstuhl hier noch machen? Ne, der ist gesperrt. Und warum sind diese Dinger hier dran?
Und auch da hinten. Warum ist das da hinten dran? Von mir aus. Hat doch gar keinen Effekt. Habe ich da was übersehen? Kann ich da irgendwo langklettern? Oder rüberspringen? Nee, hier ist nichts. Ich kann mir da gerade echt keinen Reim draus bilden. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, gut, wenn wir das jetzt hier alles so timen, dass alles auf einmal explodieren muss und durch die Erschütterung, dass dann irgendwas runterfällt, aber pff, ob das so hinhaut? Nee, da passiert nichts. Ja gut, das können wir jetzt so tragen wie so ein Lichtkristall, aber wir kriegen es ja trotzdem nicht da hoch zum Schreien. Ich kann das auch nirgendwo anders platzieren. Ich kann es weder wegwerfen. Naja gut, doch hinstellen kann ich es schon, ja. Ach so, ja gut, ich kann mir einen Reim draus bilden. Kratos, kannst du das hier irgendwo abstellen? Wir müssen den Wind erstmal nach da vorne bekommen. So weit wie möglich weg, das sollte jetzt reichen. Dann fangen wir den Wind ein, rennen hier rüber und platzieren ihn erstmal da. Und ich glaube sogar, dass das jetzt falsch war. Ich hätte das anders abstellen müssen. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Wind jetzt von da oben kriege. Wenn nicht, muss ich das Teil nochmal irgendwie drehen. Aber von hier bis zum Schrein, oha, na das kann ja was werden. So, Kratos, dann sprinte mal bitte. Ja, ganz tolle Nummer, dass du dagegen gesprintet bist. Nur lauf doch mal bitte. Gott sei Dank, es hat noch geklappt. Hyperions Schlag. Ein gewaltiger Schlag, der eine zerstörerische Explosion auslöst. Na, das wollen wir doch mal sehen. Oh yeah, das ist geil. Das nehme ich auch gleich mal rein. Und ich habe mir schon fast gedacht, dass wir es nicht upgraden können. Aber wenn wir mehr Erfahrungspunkte haben, dann werde ich das upgraden. Nun gut, wir haben den Schrein geöffnet, jetzt können wir endlich weitergehen. Aber was diese Harzkristalle da vorne auf sich haben sollen, ich kann mir da wirklich keinen Reim draus bilden. Wenn ihr das wisst und ich hier an was vorbeirenne, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich möchte das einfach mal nur wissen. Außerdem könnt ihr damit vielleicht anderen Leuten auch weiterhelfen. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Junge! Oh, Atreus, was machst du denn immer nur? Frostvergessener. Okay. Wir wissen ja, wie wir den kleinen kriegen können. So mehr oder weniger. Wo ist meine Axt, wenn ich sie mal brauche? So, jetzt schlagen wir erstmal drauf hier. Aha. Jetzt schießt er hier wieder irgendwas. Ich hätte gedacht, er verliert wieder solche Teile. Na komm schon. Der ging daneben.
Ein Treffer braucht er, glaube ich, nur noch, dann ist er down. Okay, es sind noch zwei. Das wird der Finisher. Ja gut, der letzte Treffer hätte nicht sein müssen. Das kann auch nur wieder mir passieren. Wir hatten auch einen weiteren Auftrag abgeschlossen. Der letzte der Vergessenen hieß der. Atreus, kann ich dich hier hochstoßen? Oder kommen wir dann nachher wieder zurück? Naja, looten wir erstmal. Was hat er denn? Frostsiegel des Fokus. Wieder mal ein paar nützliche Ressourcen. Diese brennenden Fässer da oben oder die brennenden Gefäße vielmehr. Ich sage immer Fässer dazu. Die lasse ich erstmal hängen. Wer weiß, was hier noch kommt. Die kann ich mir im Endeffekt wahrscheinlich noch zunutze machen. Müssen wir jetzt da weiterlaufen? Was haben wir denn hier vorne? Ich glaube, da geht es weiter. Ich werde erstmal da vorne diesen Harzkristall nehmen und gegen die Wand wevern. Und da vorne war ja auch noch eine Truhe. Komm, hier lang. Ja, warte mal. Wir gehen erstmal zur Truhe, okay? Eins nach dem anderen, Atreus. Ich glaube, da oben befindet sich auch wieder nur eine Truhe. Irgendwas hat da so rot geschimmert. Ah ja, da ist ein Block drinne. Alles klar. Nun gut, dann kommen wir da auch ran. Ziehen wir das gute Stück mal raus und dann könnte, glaube ich, ich oder Atreus da hochklettern. Hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht zu weit gezogen. Nee, war genau richtig. Mystischer Kriegsgürtel der Klarheit. Eine legendäre Hüftrüstung. Gürtel verstärkt mit geschichtetem, poliertem Stahl unbekannter Herkunft. Begünstigt Abklingzeit. Na, das ist ja toll. Ist das Ding besser wie unseres? Auf jeden Fall hat es genau die gleiche Abwehr. Es hat viel mehr Abklingzeit, aber auch viel weniger Stärke. Aha. Was ist da oben? Atreus, kannst du da drauf schießen? Nee, da können wir nicht drauf schießen. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch gleich hoch. Das sah aus wie so eine komische Schale. Haben wir hier eine neue Schatzkarte? Von mir aus. Sag mal, Atreus, was ist denn los? Kannst du noch was anderes sagen? Nee, das war nur eine normale Schriftrolle. Hoch die Tassen, Becher gefunden, 5 von 6. Okay, wenn wir Glück haben, können wir dieses Set auch wieder abschließen. Aber nur, wenn wir Glück haben.
Aber ich glaube, was diese Artefakte betrifft, habe ich schon am Anfang ein bisschen was vergessen. Ich möchte sagen, zwei Artefakte fehlen uns noch im Wildwald. Da könnten wir eigentlich theoretisch auch irgendwann nochmal zurückkehren. Mystische Schulterrüstung der Klarheit. Okay. Ja, aber wie gesagt, ihr seht ja selber, im Vergleich zu denen, was wir haben, ist das natürlich ein bisschen schwächer. Hat natürlich mehr Abklingzeit und die Abwehr ist ungefähr auf dem gleichen Niveau, aber die Stärke lässt nach. Natürlich ist unsere Rüstung schon auf Level 5 plus, also auf 6 wahrscheinlich. Aber Abklingzeit ist natürlich für die Runenangriffe sehr empfehlenswert. Wenn ich die richtigen Ressourcen zusammen habe und später dann noch ein bisschen Zeit, kann ich das eine Set ja mal upgraden und dann habe ich mal einen kompletten Vergleich. Und siehe da, da drüben ist auch schon wieder Sindri. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass ihr vorbeikommt. Dann raffe ich mich wohl mal auf. Du hast nicht gewusst, dass wir vorbeikommen. Nein, natürlich nicht. Ja, wir könnten es upgraden. Aber wir haben ja erst zwei Teile davon. Ich kann wohl nicht weiterhelfen. Also lasse ich das. Du kannst leider nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Sindri, aber deine Dienste waren bisher immer immer toll. Niflheim-Schiffrin gefunden, 3 von 4. Geile Aktion. Was sollte denn das? Ist das kalt. Ja, Atreus, ist ja toll, dass du mal was anderes zu sagen hast. Okay, ich denke mal, wir haben hier ein bisschen Platz. Aus diesem Weltenriss wird wieder ein Gegner auftauchen. Die Frage ist, wer wird das sein? Atreus, mach bitte einfach nur die Nachtmare fertig. Oh Scheiße, oh Scheiße. Okay, das war's. Ging ja, aber ich finde, ich habe wieder zu viel Gesundheit verloren. Weltenstaub. Es gibt wohl nichts anderes in diesen Weltenrissen. Aber gut, das sind wir ja schon gewohnt. Und ich glaube, wir sind auch fast auf dem Gipfel. Sehr schön, jetzt sind wir wieder voll. Gibt es hier irgendwas Tolles hier oben? Nee, sieht nicht danach aus. Keine Raben, kein gar nichts. Da oben ist der Gipfel. Da oben haben wir ja Mirmir gefunden. Und haben ihm dann auch auf seinen Wunsch hin natürlich auch den Kopf abgeschlagen. Sonst würde er nicht bei uns am Gürtel hängen. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich so einfach nach Jötunheim kommen.
oder ob sich noch irgendein Idiot sich uns in den Weg stellt. Da können wir jetzt erstmal hoch, aber wo ist das letzte Artefakt? Ist es hier vielleicht drin? Ne, wahrscheinlich ist hier wieder ein weiterer Rüstungsteil von diesem legendären Set, wa? Ganz genau. Mystische Armschienen der Klarheit. Und jetzt haben wir auch Gewissheit, dass wir alle drei Teile haben. Also könnte ich die beim nächsten Mal wahrscheinlich doch mal verbessern, aber das muss ich mir noch genau überlegen. Eigentlich wollte ich ja auf ein episches Set gehen. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Junge, die Rune. Ja, lest das mal. Aber warte mal kurz, Atreus. Ich laufe hier vorne nochmal lang. Könnte sein, dass ich hier vorne nochmal irgendwo was befunden hatte. Was wir zum damaligen Zeitpunkt nicht erreichen konnten. Vielleicht wieder so eine Dorn oder irgendwas in der Art. War nicht der Fall. Ich wollte ja nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Na dann werden wir jetzt den Pfad nach Jötunheim beschreiten. Das Land der Riesen. Das war's, glaube ich. Könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das war's. Der war falsch. Ein Wendepunkt brauchen wir noch. Wow. Jötunheim. Geschafft. Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass ihn gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Sei still! Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jötunheim! Du dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge! Ja, yeah, unbedingt, Kleiner! Lauf weg! Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun! Lass los! Ruhig, Junge! Du bist noch nicht so weit! Ich bin bereit! Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Oh!
nicht, wann es genug ist! Bleib weg von meinem Sohn! Oh Scheiße, muss ich im richtigen Augenblick blocken, wa? Oder im richtigen Augenblick zuschlagen? Oh Scheiße. Haltet mich nicht auf! Ich mach dich fertig! Oh nein, ich hab's wieder verkackt! Warum sterbt ihr nicht? Wie oft müssen wir dem denn eine einschenken? Jetzt sind wir wieder am Zug. Nimm das. Das ist ja heftige Action. Erst auf einem Drachen reiten, in der Luft, dann rumprügeln, was das Zeug hält und jetzt dem Typen noch folgen. Wer hat die Brücke aktiviert? Nee, ich habe dich etwas gefragt. Zu spät. Das Ziel ist bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Ernst. Was hast du getan? Junge! Beweg dich nicht! Wenn das mal keine geile, krasse Action war, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Ja, wo bist du denn, Atreus? Warte mal. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge.
Vergiss das niemals. Trophäe erhalten. Zweite Runde. Zum Gipfel abgeschlossen. Okay. Wo geht's jetzt hin? Einen Weg aus Helheim finden. Ja, hier waren wir ja schon mal. Aber wir waren natürlich nicht an dieser Location von Helheim. Wir waren an einer anderen Location. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ist auch schon spät. Ab und an gibt's diese Versprecher mal. Bitte dies zu entschuldigen. Und ja, es war wirklich echt krasse Action. Wir haben Baldur ordentlich in die Fresse gehauen. Aber Atreus musste es ja wieder in seine eigene Hand nehmen und den da oben auf den Gipfel angreifen. Das hätte er sich, glaube ich, sparen können. Aber wie Kratos schon gesagt hat, der Kleine ist wirklich hitzköpfig geworden. Und er sollte wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren und sich besinnen. Und natürlich auch seine Mutter wieder ehren. Und ich hoffe, so wird das auch alles kommen. Aber ob es wirklich so kommt und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Ich mache jetzt erstmal hier einen Cut. Ich hoffe, ihr unterstützt dieses kleine Projekt auch weiterhin. Könnt gerne mich abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, was neue Folgen angeht. Könnt gerne das Video kommentieren oder eine Bewertung da lassen. Das ist natürlich wieder euch überlassen. Ich verabschiede mich schon mal, sage tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Bis zu einer anderen Folge. Dann heißt es auch wieder Let's Play God of War. Mein Sohn, wir kämpfen nicht, weil uns die Welt dazu zwingt. Wir kämpfen für etwas Größeres. Wir dringen ins Unbekannte vor, um unser Versprechen zu erfüllen. Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Nochmal.